ist weitergegangen, oder? Gegen wen spielt? Gegen Sandro. Eieiei. Direkt kriege ich hier. Direkt. Komm, machen wir mal C4. Springe auf 3 habe ich gegen ihn schon mal gemacht. Machen wir mal C4. Jo, Sandro. Das ist natürlich einer der Top-Favoriten auf den Turniersieg. Und jetzt wird es sofort ernst. Sofort ernst. Ja, Sandro hat auch ungefähr diese Variante. Hat ungefähr diese Real-Life-Elo. Springer C6? Macht man hier nicht einfach E4? Ah, das hat Magnus mal gespielt. Aber gut kann das nicht sein. Warum macht er das? Warum macht er das? Das hat er doch gar nicht nötig. Gegen mich schon gar nicht. Also, was ich gesagt haben wollte, und dass Sandro auch ungefähr diese Zahl im Real Life hat. Er war auch schon mal auf 2,670. Wir haben einmal gespielt bei dem Event vor 2 Jahren. Oh, so mich aufbauen. Und es ist Remis ausgegangen. Aber er hat das Turnier dann gewonnen, obwohl wir punktgleich waren am Ende. Soll ich hier B3 spielen? Will er das überhaupt? Ja, vielleicht will er das. Machen wir mal D3. Machen wir. Ich kenne die Theorie jetzt von dieser Variante nicht. Das kann auch nicht gut sein. Aber ich spiele einfach A3, B4, oder? Ja. Ich kenne mich aus natürlich in der Struktur. Das ist mein Drachenzähmer, den Schwarz spielt, so ähnlich. So macht er es. Das soll gut sein. Springer auf F6, hm? Okay. Ja, interessant. Das ist nicht so schlecht, wie es aussieht, glaube ich. Für Schwarz. Sonst steht der Springer hier und hat Zeit verloren. Jetzt steht er halt hier. Läufer E3. Was will ich hier machen? Dieses Manöver nicht. Aber ich habe dieses Manöver. Vielleicht B3 Läufer B2. Ja, vielleicht mache ich das. Spielen wir mal B3 Läufer B2, oder? Oder wird der Bauer dann weich hier? Vielleicht, aber ich habe Springer D2. Ich sollte auch nicht ewig nachdenken. Für mich hier auf diesen Bauern stellen. Da hat er nicht so eine gute Kontrolle drüber. Er müsste jetzt so spielen, wie im Drachenzähmer. Drachenzähmer leicht gemacht. Muss ein bisschen aber aufpassen auf diesen Bauern. Der kann mal sehr schwach werden. Ich habe auch solche Ideen hier. Ach, diese Springer. Diese Springer. Linien, Zeichnungen, Pfeile. Ach, hässlich. Ich denke, das geht noch. Turm C1, Springer D4, Springer D2 wäre meine Idee. C6, E3, Springer F5. C4. Sieht ganz okay aus für mich. Alternative wäre hier mal einen Springer nach B5 zu stellen. Manchmal hat er dann solche Manöver. Wie deckt er eigentlich den Bauern dann? Ah, er hat den dann. Nee, hat er nicht. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Oh, ich komme mit diesen Pfeilen nicht klar. Ah, Moment, ich kann ja zweimal schlagen. Was erzähle ich denn hier? Springer B5. Wie deckt er diesen Bauern eigentlich? Bequem. Läufer D6, einziger Zug, den ich sehe. Springer D7 vielleicht. Aber dann habe ich Turm C1. Ja, das sieht eigentlich gut aus, ne? Gehen wir da mal hin. Oder will er E4 spielen? Kann ich nicht vorstellen. Oder? Dann kann er hier schlagen, Läufer B3 spielen. Ah, vielleicht hat er E4 Ideen. Ich habe auch Springer D4 Sachen. Ist auch alles nicht so klar. Ich kann hier schlagen. Wenn er hier nimmt, nehme ich wieder. Er nimmt. Spielt Turm C1. Das ist schwer zu decken, der Bauer. Turm C1 oder Springer B5?
muss im Grunde E4 spielen. Ich war Springer D4. Es fühlt sich ein bisschen wackeliger an. Könnt ihr zum Beispiel nehmen, nehmen und Läufer D5 spielen. Also auch das ist irgendwie gut für mich, noch Springer F5. Mal kurz überlegen, das ist jetzt ein wichtiger Moment. Ich habe auch Springer D2, Springer C4 Ideen. Ist auch relativ forciert sogar die Variante. Falls er Springer D4 macht. Kann natürlich alles Mögliche machen. Kann auch Springer D5 vielleicht. Naja, das geht nicht so gut. Das gefällt mir beides. Ich sollte nicht so viel Zeit verlieren. Trauen wir uns das? Muss vielleicht nicht sein, oder? Gut, er könnte zur Not auch den spielen. Ist nicht so, als würde ich da einen Riesenhaufen gewinnen. Also spielen wir jetzt mal den. Das hat natürlich jetzt sehr lang gedauert. Ich habe über 3 Minuten nachgedacht. Macht das nicht nach zu Hause, Kinder. Das ist zu lang einfach. Das lohnt sich nicht. Das ist keine gute, kompetitive Entscheidung. Finn, bleib hier. Was machst du? Verabschieden. Das lesen wir gar nicht gerne. Finn, du hast eine Firma? Warst du nicht 17 oder so? More power to you. Okay. Wow, und dann eine Firma. Cool. Habt ihr eine Internetpräsenz? Schreib mal. Würde ich mir angucken, deine Firma. Kriegt ihr einen Auftrag von mir? Unter Umständen. Bullet Session mit einem FM. Ramakan ist doch hier schon eingespannt. Okay, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Nicht immer nur quatschen hier. Das ist übrigens auch eine Idee, sehe ich gerade. Ach. Die Idee ist immer, dass er dann nach dem Damentausch B3 gewinnt. Ich könnte aber zumindest noch den machen und hier mit dem Springer bereit sein, wiederzunehmen. Ich glaube, ich stehe nicht schlecht, aber die Stellung ist kompliziert. Dieses Dame D8, das hat schon mal Magnus gespielt, ich erinnere mich. Normalerweise kommt es nämlich anders. Normalerweise gibt es in diesen Strukturen diesen Zug. Ich kann es nicht machen. Und dann kommt so, 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 so. Und dann nimmt man halt mit dem Springer und verliert ja auch Zeit mit dem Springer. Der steht dann aber auf B6. Im Grunde haben wir quasi gleiche Stellung wie in der Hauptvariante, nur mit dem Springer auf F6. Der kontrolliert dieses Feld zum Beispiel und von B6 aus eher so diese Felder. Das hat beides Vor- und Nachteile, denke ich. Einer der Probleme ist vielleicht, dass dieser Bauer etwas schwerer zu decken ist. Jetzt vor allem, wenn er mit den Läufern in der E-Linie steht. Ich spiele es ja immer ein bisschen anders. Den Drachenzähmer, check mal aus. Ein Kurs, auf den ich durchaus ein bisschen stolz bin. Bei Chessomee, Drachenzähmer. Also wie zähmt man den Drachen, aber auch den umgekehrten Drachen. Das ist ja hier der No Guard. Dragon Reversed. Also Dragon zurück. Rückwärts geschrieben. No Guard. Das heißt Sizilianisch mit Finchetto. Und Schwarz ist aber derjenige, der quasi mit Weiß spielt. So, und ich behandle den so, dass ich den Läufer relativ lange auf C8 halte und dann Läufer F8 spiele und dann so den Bauern decke. Das ist jetzt aber, wie ich finde, eine ziemliche Schwäche. Ist einfach schwierig, den zu decken und F6 will man später auch nicht spielen. Und ich habe hier diese Idee und diese Idee. Ich habe jetzt B3 gespielt, um den Läufer zu flankieren, aber dadurch wurde hier dieser Bauer schwach. Ich habe aber gedacht, mit Springer D2 kann ich immer entdecken. Und eine der Hauptideen von Schwarz ist, früher oder später mit dem Springer nach D4 zu kommen. Und dann kann ich halt aber eben weggehen und dann mit E3 diesen Springer wieder kicken. Vielleicht das E2-Feld für meine Dame nutzen, Turm hinstellen. Natürlich wird der Bauer ein bisschen schwach. Aber ich habe dann sehr viele Möglichkeiten. Bin sehr flexibel. Ich habe ja einen Bauern mehr im Zentrum. Das ist immer so ein kleiner langfristiger Vorteil. Ich denke, Sandro denkt jetzt darüber nach, E4 zu spielen. Wie gesagt, er hat die erste Version dieses Turniers, dieses Live-Turniers gewonnen. Ne? So war das. Pepe, er und ich, wir waren alle punktgleich auf 7 Punkten, glaube ich. Ich habe aber. Gegen wen habe ich denn verloren? Ich habe eine Partie verloren. Nee, ich habe gegen Sandro verloren. Einmal habe ich. Ja, ist auch egal. So, ich habe zweimal gegen ihn gespielt, einmal verloren. Einmal Remis. Mit Schwarz verloren, mit Weiß Remis. Ja, er ist halt einfach stärker. Okay, wenn ich den spiele, dann kann ich den nicht machen.
Anschließend, weil mein Springer hängt. Damit die 7. Ich könnte halt den spielen. Warum nicht? Dann hier rein. Er müsste dann immer den Läufer hergeben. Hat er solche Ideen? So, wenn ich den jetzt ganz konkret mache. Aha. Dann will er Springer. Nee, Springer D4 kommt immer das hier mit Tempo. Was macht der denn dann? E4. Okay, kann ich nicht machen. Kommt E4. Kann natürlich den machen. Oder irgendein Turm schlägt C6, Quatsch, aber das geht nicht. Könnte sogar über Springer E5 nachdenken. Das sieht aber nicht gut aus. Ja, mein B3 ist immer schwach. Könnte er schlagen. Muss aber vielleicht Turm D8 oder so. Okay, vielleicht mache ich diesen Zug, aber dann gebe ich den Druck gegen diesen Bauern auf. Aber das, nee, das kann ich auch nicht machen. Dieses E4, das nervt. Wenn ich den mache, hat er auch den. Dieser Bauer. Wie kann ich den Läufer hier loswerden? Droht den immer mal zu spielen. Zack, zack. Ja, gefällt mir nicht. Springer D2. Kann er nicht Springer D4 spielen? Er hat diesen Zug. Ich muss die Läufer tauschen und das will ich normalerweise nicht so gerne. Andererseits ist er den Druck dann von B3 los. Ich kann sowas wie Springer E4 spielen. Ist vielleicht nicht so schlimm. Ich muss auch ein bisschen schneller werden. Das nervt mich echt und deswegen glaube ich, mache ich jetzt das. Das ist eigentlich sehr schade. Ich spiele den Zug äußerst widerwillig, weil ich hier sehr schön Druck eigentlich drauf habe. Aber immer wenn ich den Springer hier ziehe, ob dahin oder dahin, kommt E4. Ja, macht er auch Läufer H3. Ich denke, ich mache jetzt Springer E4. Den oder den? Ich denke eher den. Ich könnte schlagen und F5 vielleicht anschließend folgen lassen. Wie schlimm ist das? Springer D2, F4. LT Win oder L-Twin. Vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Wenn er nimmt, okay. Ich könnte auf F6 zwischenschlagen. Ich denke, ich mache das, um sein F5 auszubremsen. Hat er denn irgendwelche E4-Tricks? Ich sehe es nicht. Ich mache das. Wie ist diese Stellung? Hat er hier irgendwelche Hoffnungen auf Königsangriff? Das ist schon ein bisschen schade, dass ich den Läufer nicht mehr habe für den Druck am Damenflügel. Aber ansonsten, ich habe die bessere Struktur und insgesamt habe ich nichts gegen Figurentausch. Insgesamt. Könnte vielleicht Läufer G5 machen, mich hier ein bisschen nerven. Den gerne machen. Wie ist denn das eigentlich? Hängt C7 am Ende durch, ja? Damit C2 sieht eigentlich ganz gut aus. Was könnte ich? Also die C-Linie, die werde ich auf jeden Fall noch versuchen zu nutzen, wenn mir das gelingt. Toni, vielen Dank für den fantastischen Ratschlag. Wir spielen 15 plus 10. Hier ist Zeitnot nicht so ein Thema. Oh, ja, Finn, danke für den Link. Check ich aus. Checkt alle Finns Firma aus. Vulcanus Web Services. Quacktagon. Alter Matrose.
Ja, bisher gut, danke. 1 aus 1, aber jetzt gibt es wahrscheinlich eine Lektion gegen Sandro Mareko. 2,6, 30, glaube auch im richtigen Leben. Ungefähr. Ein bisschen mehr vielleicht. Starker Spieler aus Argentinien. Geht gerne ins Fitnessstudio. War im Hotel in Guatemala dauernd im Fitnessstudio. Ja, er macht hier den Bauern frei und ich denke, ich werde mich jetzt mal hier mit der Dame in Richtung solche Richtung begeben. Ich könnte auch mit dem Springer seinen Bauern angreifen. Aber das droht nicht, den Bauern zu schlagen, wegen Dame D5 Schach, wie gesagt. Wobei ich könnte ihn schon schlagen. Will ich den Springer wirklich nach F3 stellen? Eigentlich nicht. Allerdings ein bisschen Schutz könnte mein König schon gebrauchen. Na, vielleicht will ich das wirklich. Die Alternative wäre das, aber ich habe keine Lust, ihm das so leicht zu gestatten, F5. Und mein König ist schon ein bisschen schwach. Okay, wenn ich den mache und der macht den. So richtig viel Druck auf der C-Linie habe ich dann nicht. Ich könnte vielleicht E4 und D4 folgen lassen. Das, zack, zack. Was bringt mir die Dame da konkret? Auch nicht so viel. Kann er denn den Druck auf der C-Linie nicht wirklich erhöhen? Ich könnte D4 dann spielen. Das sieht nicht so verkehrt aus. Mauer Springer F3. Ein bisschen wenig Zeit, aber wie gesagt, 15 plus 10, das ist nicht so ein großer Faktor. Von und zu Blunder! Guten Abend. Ja, gerne. Ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht anders. Ich könnte nicht wie die Chess Bros immer nur spielen und nichts sagen. Ich fühle mich da irgendwie moralisch verpflichtet. Und bin ja sowieso ein kleines Plappermäulchen. Ich guck mal, ob wir schon 1000 sind. Leute, es kann nicht so schwer sein. 997. Wo seid ihr denn alle? Ja, wenn erstmal dieses doofe Magnus-Turnier vorbei ist heute, dann kommen sie alle rübergespult. Dann sehen sie. Oh, hier, Chessamy bei Twitch. Streamt gerade. Gönnen wir uns. Lehrreich. Unter Umständen. Wie der Großmeister da dauernd auf Zeit verliert. Allein schon. Ja, also er möchte F5 und angreifen und ich versuche jetzt Kraft meiner besseren Entwicklung das Zentrum zu öffnen. Das war die Idee. Nachdem spiele ich den. Er muss den spielen. Ich spiele den. Ein Spiel sieht gut aus. Er müsste eher Dame E6 probieren. Droht aber nicht auf E5 zu schlagen. Wegen C7. Und sein E4 ist genauso schwach, wenn nicht schwächer. Okay, alternativ das, das. Das denke ich auch gut aus. Machen wir es. Oh, habe ich Läufer. Ich dachte kurz, ich habe Läufer E5 übersehen. Habe ich auch mehr oder weniger. Aber das geht dann noch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, hier wollte ich hier rein, ne? Spricht da irgendwas dagegen? Was sehe ich nicht? Läufer nimmt DE. Ah, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, warum er das macht. Da kommt meines Erachtens die fehlende Mobilität des Springers auf der C-Linie zum Tragen. Ja, aber ich dachte, dieser Bauer ist halt auch schwach. Sandro. Ah, meine auch. Vielleicht Turm C4. Dame C2. Wie will er den überhaupt verteidigen? Das schätze ich irgendwie anders ein als er. Turm C4. Sieht gut aus. Das macht nämlich auch die Diagonale zu.
E5, Turm E4, Dame C6. Ach so, er will E3 spielen. Will er E3 spielen? Ja, soll er halt. Turm D8, dann C2. Davon abgesehen kann ich hier auch immer auf C7 schlagen. Also seine Bauern sind meines Erachtens genauso schwach wie meine. Und selbst wenn er den nimmt, dann wird mein Läufer halt ziemlich aktiv. Ich verstehe nicht genau, was er macht. Ach, er will hier nach D2 mit dem Turm. Puh, ich kann ihn aber vielleicht einfach schlagen. Ja, schön ist das nicht. Ich war Dame C2 ungenau. Vielleicht muss ich. Dame C2 will ich schon machen. Ja, gut gespielt. Leider. Muss entweder schlagen oder F4, aber F4 Turm D2 sieht sehr hässlich aus. Kann ich eigentlich nicht machen. Mir fehlt ein bisschen das Gegenspiel. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht doch. Ich muss den schlagen, ich sehe sonst nichts. Ja, das ist erstmal ein Bauer, aber schön ist das nicht. Er hat jetzt auch die D-Linie und eine gute Blockade. Oh, er macht das. Wow. Ja, okay. Ich brauche den noch. Macht er natürlich auf 6. Turm C7. Ja. Wahrscheinlich richtig von ihm. Okay, mein Turm hängt. Das kann ich nie machen. Ist Dame C3 oder Turm E4? Macht er vielleicht auch F6? Was anderes fällt mir nicht ein. Aber dann könnte ich ja schlagen und den machen. Hat allerdings den. Aber dann habe ich Dame C4. Okay, also Turm E4, F6. Das ist, glaube ich, erzwungen. Ich nehme. Spiele den. Moment, ich kann ja erst noch vorher tauschen. Tauschen. Dann spiele ich den. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dame F5. Uff. Puh, Dame C4 Schach und dann kann ich mich aber nicht mehr verteidigen. Dann steht mein Turm ganz schön im Abseits. Wow. Alternativ der, der. Ich glaube, den muss ich. Ich glaube, den muss ich erstmal machen. Der Springer ist hier zu stark. Jetzt muss ich echt mich echt konzentrieren. Das ist schon ziemlich gefährlich. Toni, das kann sein. Das ist genau sogar der Fall. Ich bin genau die Nummer, die mein Alter ist. Beziehungsweise ich bin das Alter, die meine Nummer in der deutschen Rangliste aktuell ist. F6. Ja, das Problem ist diese Variante. Schach, König weg. Und dann kann ich hier das Eindringen der Dame nicht verteidigen. Das heißt, ich muss hier was anderes überlegen. Vielleicht einfach den. Dann kommt der. Oh, ich sehe auch gerade, er hat sowas. Na gut, ich kann nach dem auch einfach weggehen. Ich kann auch nach dem weggehen. Ich glaube, ich würde den schon gerne tauschen.
Was ich natürlich machen könnte, ist mit Dame C4 die Damen tauschen. Vielleicht ist das gar nicht so blöd, weil mein König sehr schwach ist. Sagen wir sowas. Oder machen wir mal Turm D2. Ja, seine Bauern hängen auch. Müsste er C6, Turm E5. Turm C5. Vielleicht kann ich das dann noch nie halten. Was hat er noch? Turm D5 vielleicht? Oder nehme ich den wirklich? Kann sein, dass ich hier in Remis abwickeln kann. Und das würde ich auch machen. Seien wir mal ehrlich. Gegen Sandro. Ja, vorbei. Wir haben auch schon stärkere Spieler geschlagen. Nur halt nicht online. Ja, danke fürs mich dran erinnern, wie alt ich bin. Okay, ja, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber der ist natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht kann ich das noch halten. B4, nebst B5. Turm D2. Nee. Schön ist anders. Habe ich überhaupt eine Wahl? Ich muss hier schlagen auf C6, oder? Dame hängt. Ich könnte den spielen. Das könnte ich wohl machen. Hat er den? Aber das ist nicht schlimm. Turm C1, kann ich das machen? Oder hat der Turm D2? Der Lux. Ugh. Unschön. Turm C1, Turm D2, sehr stark. Ja, ich muss schlagen und dann was Cleveres mir einfallen lassen. Ah, vielleicht läuft er C3 einfach. Für C3. Dann lasse ich ihn nicht rein. Natürlich Turm E8 oder sowas. Das ist vielleicht okay. Einen Bauern weniger, aber ich habe die bessere Leichtfigur. Immerhin. Und ich bin nicht matt gegangen. Juhu! Okay, also hier habe ich immer ein Out für den Turm. Auch sowas. Der natürlichste Zug wäre vielleicht der. Dann schlage ich den Spielkönig F3. Springer E5 Schach. Nimmt. Wie schlimm ist das Turm ins Spiel? Meine Figuren sind aktiver. Vielleicht kann ich dann kompensieren. Vielleicht auch nicht. Dass ich so eine schlechte Bauernstruktur habe. Wenn der Turm E8 spielt. Oh, ich habe ja auch Turm G4 Ideen, sehe ich gerade. Ist nicht so schlimm. Nee, ist nicht so schlimm. Turm E8. Könnte König F3 spielen. Nimmt, nimmt. Turm E8 Schach, König F4. Oder Turm E8, Turm F4. F5. F5 ist gefährlich. Aber vielleicht trotzdem nicht schlecht. Vielleicht doch. Ich denke, ich habe hier gute Remischancen in einer normalen Partie, aber jetzt wird die Zeit halt eng. Turm FE8. Naja, hat auch viele andere Züge. Was will ich eigentlich machen? Will ich B4 spielen? Ich will meinen Turm aktivieren. Ich könnte den Turm sogar schwenken hier irgendwie. Da ein bisschen rumnerven. Das könnte ich machen. Ja, Turm F5 sieht mir nach einer gar nicht so schlechten Idee aus. Also, er hat die bessere Bauernstruktur, er hat die Statik, aber ich habe die Dynamik. Übrigens, Chessimi-Kurs, Statik versus Dynamik.
ist, glaube ich, sehr lehrreich, um den Unterschied zu verstehen und zu wissen, in welchem Stellungstyp man worauf achten und wie denken sollte. Gönnt euch einfach bei Chessamy. 25%, aber nur auf Tierprodukte, nur auf Schachlernen Kurse, also für den Beginnerbereich. Ja, okay, ich hätte nicht so viel quatschen, sondern diesen Zug berechnen sollen. Meine Idee war das. Hat auch G5. Könnte König F3 machen. Brennhuhn, vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Ich weiß noch nicht, wohin ich dann mit dem König gehe. Das soll er mal schön berechnen. Auf jeden Fall, wenn ich zurück nach F3 gehe, ist es ja die gleiche Stellung, wie wenn ich selbst geschlagen hätte und dann König F3 hätte folgen lassen. Er muss aber nicht schlagen, das ist der Nachteil. Was ich natürlich im nächsten Zug machen könnte, ist selbst schlagen und Turm D1 spielen. Das geht. Und ich könnte sogar sofort Turm D1 gespielt haben. F6 macht er sofort. Ich denke, er könnte Turm F5 übersehen haben. Jetzt hängt A5. Er macht B6. Dann habe ich vielleicht Turm D5. Lass mich mal gucken. B6, Turm D5. Sieht eigentlich brauchbar aus. Muss natürlich aufpassen mit Gabeln. Also ich drohe hier. Das war jetzt die Idee. Ah, er nimmt und spielt Springer D8. Meine spiele ich E4, E5 einfach. Oh Gott. Oh, ich dachte schon, ich habe was eingestellt. Oh Gott, wäre das peinlich. Ja, das geht auch. Könnte auch hier hin. Ich fühle mich hier ein bisschen wohler. Ja, er spielt das gut leider. Er spielt das leider gut. B4. Nimmt König E6, E4. Muss es machen. Ich muss Gegenspiel suchen. Wenn ich jetzt zu lange zögere, dann wird er seine langfristigen Plusse ausspielen. Dann hätte er Springer E5 Schach. Ist vielleicht nicht so schlimm. Ich muss den machen, oder? Turm D8. Habe ich B5. Oh, das hätte sogar eine Figur gewonnen. Wow, ist der schnell, der Knabe. Ich mag das nicht, wenn Leute schnell sind. Fehlt jetzt die Zeit. Ach, das ist ein verlorenes Bauernendspiel. Ich weiß nicht, was ich aber sonst machen soll. Ich muss es riskieren. Das Bauernendspiel ist verloren. Er wird sich jetzt die Zeit nehmen, das zu berechnen, aber das sieht leider verloren aus. Och nee. Ich habe auch keine Wahl. Ich muss Turm D3 spielen. Ich muss schlagen. Okay, ich hatte am Ende keine Zeit, aber natürlich selber schuld. Stark gespielt. Ja. Ich kann nichts machen. Das ist auch elementar verloren. Ich muss darauf hoffen, dass das Bauernendspiel irgendwie doch nicht verloren ist, aber ich wüsste nicht. Den macht der Springer E5 war doch gewonnen. Und das sieht auch nicht schlecht aus.
habe ich vielleicht noch gewisse Chancen. Für B2 oder für B4. Ich glaube, B4. Richtung F8. Ja gut, das wird wahrscheinlich nichts in dieser Partie. Was will er C5 machen? F8 bringt auch nichts ein. Ja, das wird wohl nix. Das wird nichts mehr. Das ist bequem, technisch für ihn zu gewinnen. Normalerweise. Ich stelle jetzt noch ein paar Bauern auf Weiß. Aber das kann ich nicht lange halten, die Festung. Ich könnte jetzt mal B5, B4 spielen. Könnte ich denn noch hoffen hier? Oh Mann, er hat mich richtig gut überspielt. Richtig stark gespielt. Das ärgert mich. So richtig aufgezeigt zu bekommen, dass man einfach schlechter ist. Nicht irgendwie unglücklich verloren hat, sondern einfach schlechter ist. Es gibt nichts Schlimmeres. Na gut. Er ist auch ein Vollprofi. Und ich stream nur so ein bisschen lustig vor mich her. Moin in die Runde, Basti 2693. Kanalpunkte? Was sind Kanalpunkte? Sind das diese Bits oder was? Jo, nachdem hatte ich immer noch keine Lösung für mein Problem. Ja, ich befürchte, wir müssen hier einfach geduldig bleiben. Und auf die Abschlachtung warten. Von und zu Blunder, da kommt Turm E7 und der tauscht die Türme und ich will nicht die Türme tauschen. Nach Turm D7 Schach. Kanalpunkte? Ja, was denn für Kanalpunkte? Meint ihr diese Bits? Ich möchte lieber Elo-Punkte haben. Kein Problem, von und zu, Herr von und zu. Dafür sind wir ja da. Stellt mir Fragen, wenn ihr was nicht wisst. Ich beantworte die dann schon. Diese Partie ist schon gedanklich irgendwie abgeschrieben, aber das sollte man nicht. Nehmt euch daran kein Beispiel. Muss bis zum Ende fighten. Gestern noch ein Training zum Thema Kunst des Verteidigens gemacht. Eines der Learnings. Immer, immer, immer noch alles geben. Er sucht jetzt nach dem saubersten Weg. Ich weiß nicht, ob G6 so clever war. Er hat natürlich H4 verhindert, weil er dann H5 spielt. Das will ich nicht, die Bauern, meinen Bauern auf Schwarz festlegen. Aber ist immer an diesen Bauern gebunden, kann ich mit dem König rauslaufen. Ja, ich versuche jetzt aus diesem Endspiel noch das Beste zu machen, sollte mich nicht ablenken lassen. Es ist noch nicht alles verloren. So, nach B4 mache ich einfach Läufer B2 und warte weiter. Wenn er dann irgendwann den Springer zieht, könnte ich über D4 nachdenken. Allerdings muss er nicht schlagen, sondern kann vorbeiziehen. Das Schach geht einfach zurück und hat zwei verbundene Freibauern und einer kommt nach C3. Okay, C4 könnte ich vielleicht über D4 sogar nachdenken, aber Bauerntauschen ist im Zweifelsfall in meinem Sinne. Er könnte F5 spielen, seine Schwäche loswerden, aber dann tauschen sich wieder ein paar Bauern. Was ich nicht zulassen darf, ist, dass er diese zwei verbundenen bekommt. Alpia, vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Ich sollte mir einen neuen Spruch überlegen, als ich mir den ausgedacht habe, war gerade Halloween. Also vielen Dank fürs Followen. Willkommen im Team Chesame. Du wirst es nicht bereuen. Aber vielleicht ja doch, wenn ich hier weiter rumpatze.
Ja, Zeitsiegen wird hier nicht gehen. Okta-Eder, echter Heider. Weil wegen 10 Sekunden Increment. Aber ja, man kann natürlich immer, also Putt oder irgendein anderer Trick, ja, Putt ist hier weit hergeholt, aber irgendwas ist immer. Auf jeden Fall sollte man niemals aufstecken. Man kann viele, viele Punkte mit dem Verteidigen von schlechten Stellungen ergattern. Frag mal Sergei Karjakin. Das ist auch mein bester Tipp. Wenn ihr euch in einer schlechten Stellung wiederfindet, nicht aufgeben, sondern so spielen wie Karjakin. Fragt euch einfach, was würde Karjakin spielen? WWKS. Nicht viel machen. Außer Läufer A1 dann. Er kann jetzt auch ein paar Züge machen und gucken, ob ich was anbiete. Er hat ja Zeit und er muss seine Stellung nicht sofort konvertieren. Er hat Zeit. Ich könnte den spielen. Und dann habe ich sowas. Dann bin ich halbwegs. Halbwegs happy. Nicht richtig happy. Wahrscheinlich immer noch verloren. Aber dann hat er zumindest was zu knabbern, was zu knulen. Wild, oder? Buzzer? Richtig wild. Ja, verteidigen wird häufig mit Leid konnotiert. Das macht man nicht gerne. Im richtigen Leben, wenn man in einer Scheißsituation, Entschuldigung bitte, ist. Am besten flüchtet man dann einfach und haut ab und lässt die hinter sich. Auf dem Schachbrett kann man das nicht machen, außer man gibt auf. Deswegen stellt euch euer zukünftiges Ich vor, wie es den halben, nicht mehr für möglich geglaubten Punkt feiert. Kann ja eh nicht viel machen. Das geht noch. Ja, wobei. Ja, ist verloren. Das Bauern im Spiel ist verloren. Ne, es müsste verloren sein. Das ist auf jeden Fall verloren. Ich überlege noch in anderen Möglichkeiten. Zwei verbundenen Freibauern. Ich habe zwar einen gedeckten Freibauern. Oh. Ach, er will mich in Zugzwang bringen. Der Schuft. Ich habe auch keine Wahl. Kann ich D4 spielen? Ich kann nicht D4 spielen. Ich muss D4 spielen. Ach, dann kommt er da rein. Ah, es ist clever von ihm, die Bauern festzulegen. Ich kann hier nichts machen. Ich muss D4 spielen. Mit dem Läufer schlagen. Sonst wäre hier reingekommen. Ich kann jetzt den machen mit dem. Jetzt rum. Ich dachte, ich gehe dann. Ja, ist auch. Ist auch alles hoffnungslos hier. Ja, einfach B3. Gut, B2. Den machen. Auch nicht. Ja, jetzt einfach den und ich kann dieses Feld nicht mehr decken. Ich könnte den machen. Dann den. Macht er den zum Beispiel. Dann haut er den raus. Letzte Chance. Schade, dass er nicht in Zeitnot ist. Dann wäre die Bandbreite der Stellungen, die er bequem auf Gewinn spielen kann, ein bisschen kleiner. Ich hätte gewisse Hoffnung. Aber. Er hat auch immer einen Abwartezug. Ich könnte in Zugzwang geraten. Ich habe noch den. Er könnte hier rumlaufen einfach.
dich verloren, leider. Kann nichts machen. Wo ist hier der Aufgeben-Button? Da. Glückwunsch, Sandro. Da sind wir wieder zurückgefallen. Leider starker Spieler. Ich weiß gar nicht, wie seine Internet-Skills so sind. Oh ja, 2,855. Das spricht eine deutliche Sprache. Ich habe da gerade mal 2,6 im Blitz. Also, natürlich auch nicht kein 2,6-Spieler, aber man hat dann ja meistens bei Chess.com noch ein bisschen mehr als im richtigen Leben. Ja, Glückwunsch, hat er echt stark gespielt. Also, wir können uns die Partie mal angucken. Wie geht denn das hier? Live Analysis. Hä? Genau, und dann können wir jetzt mal den Computer drüber schicken. So. Dann Run Report. Ja, komm, hau rein. Was geht jetzt ab? Oh hier, Analyzing. Depth 18. 18 ist natürlich nix, mein lieber Computerfreund. Was macht denn der hier? Wie läuft denn das? Wie kann man das jetzt anmachen? Wie kann man machen, dass er die ganze Partie durchanalysiert? Self-Analysis oder was? Wie geht denn das hier? Hallo, Chess.com, sprich mit mir. Wie kann man das machen? Man kann doch hier bestimmt eine automatische Analyse der Partie anfertigen lassen, sodass er sagt, wo sind die Fehler, was ist schlecht, was ist gut. Und dann muss ich jetzt einmal so durchklicken, das ist ja Quatsch. Wisst ihr das zufällig? 11 Zuschauer bei YouTube. Insgesamt sind wir jetzt schon über 50 mit Twitch, mein lieber Fidemeister. Hi Finn! Quotesch. Probier's mal. Probier's mal. Kleiner Tipp von mir. Weil du ein treuer Zuschauer des Streams bist, oder? Followst du schon? Wenn du followst, mache ich, dass du auch für andere Kurse einen Rabatt bekommst. VikingDom88, vielen Dank fürs Followen. Report. Ah, okay, danke für den Tipp. Also, Rabatt bezieht sich auf. Probier's mal aus. Probier's mal mit anderen Kursen. Einfach in den Warenkorb legen und dann beim Checkout. Leg dir alles, was du brauchst, in den Warenkorb und dann beim Checkout machst du den Rabattcode und dann guckst du mal. Ein paar von den Kursen könnten rabattiert sein. Lass dich überraschen. Und die, die du nicht haben willst, kannst du ja wieder rausschmeißen. Echter Heider. Er hat den Bauern durchbekommen, ja. Was mit meinen Haaren eigentlich? Von der Seite sieht es wie eine reine Katastrophe aus. Egal. GG, von wegen. Ja, das war richtig stark. Richtig starker Typ. Dieser Sandro. Kleiner Poser in den sozialen Medien, aber auf die sympathische Art und Weise. Ja, man könnte jetzt denken, Accuracy 97,1. Guck mal, wie gut ich bin. Nee, reicht nicht. Ja. Was will er? Next Key Moment. Ja, come on. Mach nicht so einen Quatsch hier. Aber interessant, die Analysefunktion. Er ist die ganze Zeit zufrieden mit mir hier. Das geht doch hier die ganze Zeit runter. Hier, also, ich stehe hier schon ein bisschen schlechter. Also, irgendwas muss ja schiefgelaufen sein. Aber er hat jetzt keinen Critical Moment. Okay, das ist ein Mistake. Und da hatte ich keine Zeit. Und das ist der Blunder. Okay, ja, das habe ich auch quasi gespürt. Aber ich konnte nichts anderes machen. Er kommt hier rein. Und das ist meine letzte Chance gewesen. Und hier hatte ich das Gefühl, dass Springer E5 forciert gewinnt. Nee, Moment. So natürlich nicht. Hoppala. So.
Und jetzt so. Und jetzt gewinnt Schwarz meines Erachtens aufgrund des entfernten Freibauern. Zum Beispiel C5. Und hier habe ich gehofft, dass ich irgendwie noch einen Trick habe, aber es ist eigentlich einfach verloren. So vom Augenmaß her muss man natürlich immer noch rechnen, aber ja, es ist verloren. Z ist verloren, yes. Entfernter Freibauer. Habt ihr gelernt, oder? Bei Jesus de la Villa. 100 Endgames, you must know. Apropos Endgames, apropos Markan. Markan arbeitet gerade an einem ganz essentiellen Videokurs für Endspiele. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Er hat mir auch schon Einblick gegeben in seine Materialien. Das wird eine richtig feine Sache. Sämtliche Endspielthemen werden darin abgefrühstückt.